Leute, ich sag's euch ehrlich, ich habe zur Musik von Max Herre nie wirklich Zugang gefunden. Das war mir immer ein bisschen zu Weltverbesserer Conscious Rap. Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren. Ich denk an Kurdistan, Khalaba, in mir bricht was. Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Giftgas. Jetzt habe ich mir aber die neuen Sachen von ihm angehört. Wir fahren die 17 zur Villa auf der Klippe. Damit hat er mich voll gekriegt. Wie Max Herre es geschafft hat, mit Athen auch mich zum Fan zu machen, das seht ihr jetzt. Zu den Fakten. Max Herre kommt aus Stuttgart und ist, ob man Fan ist oder nicht, eine Legende. Punkt. Erstmal ist er mit Freundeskreis auf den Plan getreten und hat mit Platten wie Die Quadratur des Kreises und Esperanto Ende der 90er absolute Deutschrap-Standardwerke rausgehauen. Dazu hat er die Kolchose-Posse mitgegründet. Da waren die wichtigsten Rapper Stuttgarts mit dabei, wie Massive Töne, Afrop und viele mehr. Deutschrap war damals noch sehr jung, aber Max Herre ziemlich weit. Für mich vielleicht ein bisschen zu weit, ich war da halt erst 4. Aber klar, mit bisschen Verspätung habe auch ich gemerkt, ANNA ist einer der schönsten Love-Songs auf Deutsch. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken, nass bis auf die Haut, so stand sie da. Love Songs kann er, da muss er sich auch nicht viel ausdenken. Er und Joy Denalani waren und sind ein krasses Team. Haben sich über die Musik kennengelernt, geheiratet, Kinder bekommen, getrennt und wieder zusammengefunden. Schön, dass du wieder da bist. Was so lange nicht mehr hier. Soweit, so gut. Dann schlägt Max Herre 2012 aber eine Richtung ein, mit der ich weniger anfangen kann. Seine Singer-Songwriter-Platte Hallo Welt ist mir einfach ein bisschen zu deutsch LK und die Single mit Philipp Poisel Wolke 7 ist ein bisschen zu schnulzig. Ich schließe die Augen, voll diesen Fragen. 2013 macht er dann das obligatorische MTV Unplugged. Sieg wie der Drachentöter, diese Beat, die macht es mir Spaß. Und wird dann Juror bei The Voice of Germany. Max, herzlich willkommen hier als Coach. Geil, dass du mit dabei bist. Für mich ist Max Herre da auf dem besten Weg, ein oller deutscher Popstar zu werden. Er ist gefühlt nur ein Schritt von der Wurstwerbung weg. Das ist das Worst-Case-Szenario. Aber er entscheidet sich gegen diesen Weg und macht Pause. Am Höhepunkt seiner Popularität zieht er sich zurück und macht 7 Jahre lang kein eigenes Album mehr. Dann auf einmal, im Sommer 2019, das hier. 5 Kammer auf dem Seitenstreifen. Auf unserer gemeinsamen Reise. Wir kommen nie bis Athen und ich wollte mit dir nach Athen. Doch hier kommen wir leider nicht weiter. Athen ist ein 6-Minuten-Epos mit Intro, Outro, Pink Floyd-Gitarren und Story. Kurzum, zu lang, zu sperrig, zu abstrakt für Modus Mio und Co. und deswegen so geil. Du sprachst von Ruinen, Statuen, die verfallene Tempel tragen uns Seelen. Ich maß uns an ihnen, Kariatida, ich sah mein Zuhause, wir waren im Exil. Im November ist jetzt das Album Athen erschienen und ich sag's mal so, ich bin dabei. Was für eine fantastische Platte. Die 13 Songs erzählen episch, wie in einem Roman, von einem Roadtrip nach Athen. Dabei ist das Ziel Nebensache. Vielmehr geht's ums Unterwegssein, ums Aufbrechen. Die Autofahrt als Metapher für die eigene Sinnsuche. Griechenland ist Herres Sehnsuchtsort. Das erste Mal in Athen war ich 1980. Mhm. Da war ich 7 mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Mein Vater fing an, da zu arbeiten als Architekt ab 1980 und war immer wieder da. Mit 17. September hat Max Herre einen Song nur für seinen Vater geschrieben. Voller Gefühl, ganz ohne Pathos. Und vielleicht hört er Alexio und ortet Fotos von unseren Sommern in Wassee. Die uns so schönsten Sommer waren.
Das Album ist in diesen Momenten eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Älterwerden. Max Herre ist nämlich mittlerweile nicht nur Sohn, sondern auch Vater. In einer speziellen Version des Songs 17 tritt sein Sohn als Featuregast auf und rappt diesen Part. Fliege weiter wie ein Pilot in einem Cockpit. All die Neide angeleitet von meinem Schlusslicht. Für Athen hat Max Herre auch mit vielen anderen großartigen Musikern und Musikerinnen zusammengearbeitet. Maxim, Tour, Jonas von OK Kid, Dexter, Kitschkrieg und natürlich mit seinem Kahedi-Team. Gemeinsam entwickeln sie das Konzept für dieses Album. Herre will Songs mit klarer Dramaturgie. Also es ist wie ein 90-Minuten-Film, der auch immer nach ganz bestimmten Regeln abläuft. Wenn jeden Film der Welt kannst du untersuchen, der wird immer den gleichen Aufbau im Narrativ haben und an der richtigen Stelle die innere Wendung und die Katharsis und wie sich's auflöst. Und ein guter Song hat das irgendwie auch. Diesen Bauplan geht er dann beispielsweise Villa auf der Klippe an. Hier greifen Musik und Text ineinander. Alles ist szenisch gedacht wie in einem Film. Das düstere, bedrohliche der Lyrics wabert auch im Instrumental im Hintergrund. Mit Trettmann hat er dazu noch einen idealen Feature-Gast. Ich sag mal, ist es wirklich wahr? Alles verloren, was mal wichtig war? Nein, hab das nie gewollt, werf die Schlüssel aus dem Fenster, denn du bist nicht mehr da. Geiler Track, oder? Was ist denn euer Lieblingssong der Platte? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Die Features auf Athen sind sowieso ein Thema für sich. Die sind allesamt extrem schlau gewählt. Für Dunkles Kapitel bringt Max Herre Megalo, Fertoni, Tokotronik-Frontmann Dirk von Lozo, Sugar MFK zusammen. Künstler, die man erstmal so nicht gemeinsam auf einem Song vermuten würde. Dunkle Kapitel, unsere Geschichte. Alles vergessen, die da rein, sie sich ein. Deutschland, Deutschland und so weiter. Dunkles Kapitel ist ein deutliches Statement gegen rechts. Und da stehen sie wieder und singen mit stolzer Brust das alte Lied vom Wir haben nichts gewusst. Die Themen Flucht und Migration spielen auf dem Album ohnehin eine wichtige Rolle. Von Deutschland nach Griechenland aufzubrechen ist ein Roadtrip, ein Urlaub. Harmlos. Dieselbe Strecke aber rückwärts von Griechenland nach Deutschland zu befahren, ist die sogenannte Balkanroute. Und da hat man gleich ganz andere Assoziationen im Kopf. In Sans-Papier erzählt Max Herre aus der Perspektive eines Geflüchteten. Auch dieser Song ist viel zu komplex, um bei Spotify in den großen Playlisten aufzutauchen. Der Sound auf der Platte ist jazzig, baut auf Lo-Fi-Beats, hat aber trotzdem ganz genau aufgepasst, was in den letzten Monaten in der Szene so abging. Kurz gesagt, mit Athen liefert Max Herre seine Version des aktuellen Zeitgeists, ohne ihm hinterher zu hecheln. Dazu hat Max Herre seit jeher krasse Hooks am Start. Schwimmen im Blödweg, schwimmen im Geldweg, sind keine Mythen, so wie du sie erzählst, nein. Zusammengefasst, Max Herre ist heute 46 Jahre alt. Athen ist das nächste Kapitel in einer großen Karriere. Das Album hat mich echt geflasht und überrascht. Erzählerisch hat er sich nochmal weiterentwickelt und mit dieser Platte zählt er jetzt auch für mich 2019 zu den größten in Deutschland. Der Traum geplatzt, auf dem Rasthof in Mazedonien sind wir aufgewacht. Ich geh zahlen, komm zurück, es ist nicht mehr da. Eine ziemlich stilvolle Art, als Rapper zu altern, finde ich. Athen ist eins der schönsten Alben dieses Jahres geworden. Ganz ohne Promo-Beef, Pop-Sellout oder Karotten-Karlauer. Oder wie seht ihr das? Wie findet ihr Max Herre? Taugt euch sein Album Athen? Schreibt's mir in die Kommentare. Wenn ihr sehen wollt, welcher andere deutsche Rapper auch ziemlich gut gealtert ist, dann klickt hier auf mein Video über Dendemann. Und sonst, ihr kennt das Spiel. Lasst mir ein Abo da, macht die Glocke an. Ciao. Bis nächste Woche.